Ja. Josef Maret und Fred Evers heute im BAF. Zeit, um einige Anekdoten zu Jean-Luc Dehaene auszutauschen. Dabei bezeugten beide ihren großen Respekt. Ich kann nun sagen, dass wir immer gut zusammen ausgekommen sind. Er war hart, um nicht zu sagen sehr hart, aber war immer fair. Fred Evers kreuzte Dehaenes Wege in den Ausschüssen von Kammer und Senat. Auch er würdigt Dehaene als besonderen Politiker. Er war ein Mann, der sagte, was er tat und tat, was er sagte. Und das ist heute ja nicht mehr so selbstverständlich. Sein Tod jedenfalls hat mich echt gesagt betroffen. Wir duzten uns, er duzte mich, ich nicht ihn, aber er mich. Und ich habe ihn in bester Erinnerung, denn er war ein sehr effizienter Premierminister. Er hatte den Mut, unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Und der Dioxinskandal hat ja nun damals ein Ende an seiner Karriere als Ministerpräsident gesetzt, als Premierminister gesetzt, was er nicht verdient hatte. Denn er war ein außergewöhnlicher Mensch, den ich lange in Erinnerung behalten werde. Ich versichere Ihnen, es gibt wenige Menschen, die so wie Dehaene zu ihrem Wort stehen. Doch zimperlich war Dehaene im Umgang nicht, bestätigt Evers. Er war, sagen wir es mal, burschikos. Er konnte bis am Rande der Provokation gehen in seinen Aussagen. Aber er war immer korrekt und man wusste immer, wo man mit ihm dran war. Kein Kommentar war auch einer von Dehaenes Lieblingsantworten auf Journalistenfragen. Dehaene bezeichnete sich zuletzt als ein Politiker des letzten Jahrhunderts, der mit der Hektik der sozialen Medien nichts anfangen konnte. Dennoch könne er einer neuen Politikergeneration auch als Vorbild dienen. Verständnis zeigen für den anderen, mit den anderen reden, sich nicht zanken, sondern immer nach Kompromissen suchen. Das war sein Geburtsstunde. Es war ein sehr umgänglicher Mensch, super korrekt, aber sehr hart im Geben.